Und jetzt willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, hier nach unserer Schatzsuche in der letzten Folge. Und ja, irgendwie noch kleinen irgendwie Vervollständigungsrunden. Ich muss sagen, in der Folge, wir haben glaube ich eh keine Nebenaufträge mehr offen. Genau, Karte zeigt schon an. Wir haben noch ein Dorf irgendwo nicht erkundet gehabt, glaube ich. Genau, das war das hier. Das machen wir demnächst. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit hier, mit der Quest im Schatten des Berges. Wir treffen uns mal mit Sebastian. Wir reisen mal kurz ein kleines bisschen dafür. Müssen wir jetzt ja nicht alles fliegen. Und dann schauen wir mal, wie da die Geschichte so weitergeht. Ja, und was Sebastian jetzt so vorhat. Wie düster sein Werdegang noch ist. Weil er noch wird. Genau, da hast du gut. Oh, ein bisschen Mondschein ist immer gut. So, wir fliegen mal darüber. Verlassen alte Ruine. Mal ohne Banditen. Der Landeplan von Warme anscheinend schon. Was war da unten los? Ah, da scheint wieder irgendeine Höhle zu sein. Und da bohren sich auch gerade die Kobolde ordentlich in die Wand. Und ich habe also eine Vermutung, dass unser Auftrag uns auch da hinbringen wird. Halt, bisschen zu weit geflogen. So, dann schauen wir doch mal. Warten wir mal kurz. Wahrscheinlich müssen wir in der Nacht dahin. Mhm. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ja, in der Tat. Lass mich raten, wir gehen davor. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? So langsam wird er ein bisschen anstrengend und nervig. Ich bin echt schon kurz davor zu sagen, vielleicht sollte ich das allein tun. Ja, ihr Leid interessiert mich natürlich, aber... Er ist so engstirnig geworden irgendwie und so penetrant und so nervig. Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf. Ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Sollen doch gleich mal in Deckung gehen. Ich habe nicht so die Vermutung, dass wir damit schleichend weit kommen werden. Die stehen viel zu dicht aneinander alle. Und gucken natürlich auch irgendwie hier runter. Ah, hier vielleicht. Metrificus Totalus. Gratius. Defendo. Confringo. Ja, es hat fast funktioniert. Incendi. Ich werde dich ruhen. Defendo. Accio. Bombarda. Expelliarmus. Lazio! Also, die Maschine arbeitet anscheinend weiter. So einen Bohrer habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht irgendwie nicht so effizient aus. Aber ich habe auch keine Ahnung von Bohrern. War eine Kiste, ne? Ja, genau. Revelio. Aber sonst gab es ja nichts mehr. Wir müssen gar nicht hier rein. Ich dachte, es geht hier rein.
Aber wir folgen dem Weg da oben weiter. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Sieht also auch Testrale. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Ach, da hätte ich nicht unbedingt ein Problem mit. Das ist vielleicht noch ein Astronomie-Altar hier um die Ecke. Aber ich glaube, zu dem werden wir jetzt nicht hinkommen. Zumal wir auch gar nicht fliegen können mit unserem Besen. Diese Schlucht ist auch sehr vertrauenserweckend. Ich hoffe, wir laufen hier in keinen Hinterhalt. Das spricht alles dafür, dass man hier einen wunderbaren Hinterhalt legen könnte. Und zwei nichtsahnende, nervige Schüler hier überraschen könnte. Muss in der Nähe sein. Aber nicht hier runter, ne? Incendio. Also das Nest. Achso, okay, mit dem Feuer gehen sie nicht kaputt, aber... Ja gut, das Nest ist da drüben. Wollen wir nochmal vorbeischauen? Es tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen. Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Ja, gibt nicht viele, die sehen können. Ja. Den haben wir irgendwie übersehen. Tötet alle Eindringlinge! Da sind sie. Los geht's. Warte. Wir brauchen einen Plan. Ich hab genug von Plänen. Oh, Sebastian, ehrlich. Ganz leise. Ach, jetzt kommt er doch zurück. Ich dachte, der fetzt da jetzt voll rein. Revelio. Du bist zum Sterben hier, was? Mit wem reden die? Ich frag mal so. Metrificus Totalus. Ja, wir werden euch nicht bekommen. Ja. Das hat funktioniert, okay. Hier nochmal mit den zwei. Mein Schwert hab ich noch nicht. Metrificus Totalus. Das klappt sehr gut bisher. Levioso. Aber ich glaube, irgendwann muss das entdeckt werden. Contengo. Accio. Pompado. Ich werde deinen Peliamo. Levioso. Ich werde mich. Ja, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Sie hatten es nicht anders verdient. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Ich glaube, das war nicht geplant, dass er zurückläuft. Wir gehen weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Ja, immerhin haben wir das Lager gleichzeitig mit ausgeräumt. Da oben können wir ein Feuer anmachen. Confringo! Ich weiß nicht, was es uns bringt, aber wir aktivieren es einfach mal. Revelio. Nee, da ist nichts Interessantes weiter. Hier liegt immer noch eine Menge Zeug rum. Na? Gut, den können wir wohl nicht mitnehmen. Dann ist das halt so. Aber den hier können wir mitnehmen. Und da drüben noch eine Kiste. Revelio. Ich glaube auch mittlerweile haben wir nicht mehr viele Banditenlager übrig. Klar, ein paar gibt's noch, aber wir haben das schon gut aufgeräumt in letzter Zeit. Schön bedienen hier in der Ecke. Ach, noch mehr. So, dann wollen wir mal weiter. Mal gucken, wie weit wir noch laufen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Naja, mal gucken. Diese Besitzvorstellungen können wir ja noch klären. Die werden wir uns nicht ranschleichen können. Levioso. Latius. Defendo. Compringo. Aber so klappt es auch ganz gut.
Revelio. Noch weiter nach oben. Da schalten wir wohl auch gleich den nächsten Wegpunkt frei. Der scheint auch gleich da zu sein. Ah. Bombarda! Das lasse ich mir noch nicht entgehen. Lumos. Na komm, schieb den Stein aus dem Weg. Da gibt's doch bestimmt was Feines Legendäres. Und wer liegt denn hier rum? Sehr geehrter Einwohner, in 2 Wochen wird Ihr Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Basilisken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kröten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen lebenslange Inhaftierung in Azkaban ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zaubereiministerium. Oh. Hat hier etwa jemand Basilisken aufgezüchtet? Oh, ich will jetzt keinem Basilisken begegnen, das wäre jetzt nicht so schön. Lumos, Lumos. Was ist denn da? So, das ist ein großer Metallpfosten. Ja, auf Basilisken hätte ich jetzt nicht so Lust. Ich glaube, das dürfte ein ziemlich zäher Gegner werden. Und er schaut auch so aus, als hätte ihn ein Basilisk da unten erwischt. Ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Müssen ja auch ein langweiliges Leben haben, wenn sie die ganze Zeit nur so am Rumfluchen sind, den ganzen Tag hier. Petrificus Totalus. Die Familie haben mal in den Minen geschubst. Ja, ja. Revelio. Erzähl ruhig weiter. Okay, die anderen werden es nicht so einfach erledigen können. Levioso! Defendo! Glacius! Confringo! Confringo! Levioso! Incendo! Incendio! Aber es waren im Level 24er nur, die waren sehr einfach zu erledigen. Sebastian! Warte! Warten! Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu! Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf! Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Ja, Zusammenarbeit ist halt besser, wie alleine vorzupreschen. Gerade in diesem Koboldgebiet hier. Man darf auch nicht vergessen, wir sind da einfach nur Schüler. Turmtunnel. Wir sind auch nicht einfach nur irgendwelche Schüler, wir sind Schüler der 5. Klasse. Also noch bei weitem keine ausgebildeten Zauberer oder Magier. Wir betreten den Turmtunnel mal. Ich bin mal gespannt. Gucken, was wir jetzt wieder an dunklen Geheimnissen entdecken oder auch nicht. Je nachdem. Ich rechne ja so ein bisschen mit einem Basilisken irgendwie. Still. Das sieht mir nach Spinnen aus.
bin. Wie passend. Levioso. Defendo. Confringo. Latius. Confringo. Levioso. Zack. Einmal kurz einen Prozess, bitte. Revelio. Den Kobolden geht's hier nicht so gut. Die haben sich schlafen gelegt. Glazio, Defendo, Incendio. Glazio, Confringo. Confringo. Oh, da noch einer, ja. Accio. Wow, was ist passiert? Halt, hey, lass mich los. Cozio. Expelliarmus, Bombarda. Defendo, Confringo. Levioso. Glazio. Incendio. Confringo. Boah, das war eine Menge Spinnen hier. Levioso. Wo ist er hin? Revelio. Glazios. Accio. Confringo. Sag mal, ich hab dich noch angezogen. Bombarda. Jetzt, Irgendwie sah die noch sehr lebendig aus. Okay, hier können wir auf jeden Fall durch. Da unten können wir auch lang. Bombarda! Vielleicht mal schauen, welcher Weg der richtige ist. Fast nicht besser gekonnt. Weiß es nicht. Natürlich wie immer den Weg gehen, der noch nicht der richtige ist. Ah, aber da ist eine Sammlungstruhe, das ist schon mal gut. Die sind ja bekanntlich nicht auf den Hauptwegen. Incendio! Hallo? Ja, jetzt. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Totems. Oh, mindestens 3 Schubser, denke ich. Finde ich lustig, dass da Sebastian auch mit interagiert. Okay, ich glaube, hier geht es tatsächlich nicht weiter. Ein bisschen Goldmünzen. Dann müssen wir da unten lang. Meinen Spinnenpfannzagen. Die nehme ich doch gerne mit. Obwohl wir sie überhaupt nicht brauchen, aber besser haben als nicht haben. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Revelio. Oh, da hinten gibt es eine Kiste. Ja, da müssen wir einmal kurz hier lang schwimmen. Die kann ich ja bekanntermaßen nicht stehen lassen. Atmet er denn immer so schwer? Kannst du mit dem Kopf über Wasser schwimmen, Sebastian? Mal gucken, wie schwimmt denn der? Taucht schon das Gesicht sehr weit ein. Ich glaube, es gibt trotzdem gesündere Möglichkeiten zu schwimmen. Bei ihm klingt das nicht so gesund. Hängt da noch ein Kobold etwa an der Wand? Defendo! Defendo! Confringo! Incendio! Levioso! Defendo! Glazios! Bombarda! Expelliarmus! Ja, wenn wir alles durchzünden, was wir an Skills haben. Ach. Kommst du mit der kleinen Spinne nicht zurecht, oder wie? Nervige kleine Biester, nicht wahr? Confringo! Bombarda! Wir haben nichts auslösen da oben. Revelio! Na dann halt nicht. Gibt aber mal schön viel Mondstein hier drin. Huch, da hat die Kamera einen kleinen hierher? Zucker, Zuckung gehabt. Keinen Zucker. Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Ja, das sieht nach einem sehr, sehr alten Gebäude aus. Incendio. Confringo. Revelio. Sonst gibt's hier oben aber nichts mehr, ne? Nee. Okay, was war das? Ein Elefant? Confringo!
Seit wann haben wir mit Elefanten zu tun? Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Oh, wir haben zerstörbare Säulen. Oh nein, und da hinten beginnt eventuell eine Prüfung. Was müssen da diese altertümlichen Symbole? Ui. Das sah cool aus. Mitten aus der Luft geholt. Naja gut, wir werden... Okay, wir sollten aber halt... Nein, Crucio ansetzen. Bombarda! Confringo! Incendio! Confringo! Levioso! Confringo! Descendo! Confringo! Defendo! Ist doch die ganze Zeit meinen schönen Ausweichskill gar nicht. Confringo! Descendo! Incendio! Ah, hallo, weg hier. Crucio. Glazio. Ich schau mal kurz mal nicht im Weg, bitte. Dankeschön. Confringo. Confringo. Ach, falsche Tasse. Nein. Glazio. Incendio. Confringo. Protego. Defendo. Confringo. Och, wie einen falschen Feind anvisiert. Levioso. Lonk. Confringo. Confringo. Ach, jetzt aber. Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Ja, das machen wir gleich, aber erstmal gönnen wir uns wie immer die Sammlungstruhen hier. Noch sonstige schicke Items hier drin. Solche Runen haben... All die Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Instinkt, definitiv. Taxi der Mi-Wandbehänger. Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Noch nie gehört den Begriff, glaube ich. Und falls doch, habe ich ihn wieder vergessen. So, wir machen das gleich mit den Runen. Confringo! Defendo! Ey. Na, jetzt so. Revelio. So, das war's aber. Ach das. Ein Spinnennetz davor, natürlich. Endlich können wir hier raus. Revelio. Ach nee, stimmt, das startet ja keine Prüfung. Es ist. War aber trotzdem mit diesen Runen verziert. Zwei Heiltränke vor einem neuen Raum. Ich weiß ja nicht. Und Isidoras Tagebucheintrag 4 von 7. Mir ist ein Durchbruch geglückt. Die Fähigkeiten, die ich mit meinen Lehrern verfeinert habe und die mir geholfen haben, solch schöne Säulen zu beschwören, werden in der delikaten Angelegenheit, der ich mich nun widmen werde, noch viel mehr vonnöten sein. Es fühlt sich etwa so an, als würde ich eine Erinnerung entfernen, aber der magische Vorhang ist ein völlig anderer. Als ich auch das leiseste Flüstern des Schmerzes gleich über dem Herzen aus meiner Brust sog, erschien ein dünner und flüchtiger Nebel, der sogleich begann, sich aufzulösen. Ich empfand eine Woge von Erleichterung, gerade so, als wüsste ich ganz genau, dass ich das Richtige tat. Nun frage ich mich, ob dieser Nebel nicht aufbewahrt werden könnte. Wenn wir Erinnerungen in einem Denkarium aufheben können, muss doch auch dieses Extrakt für genauere Untersuchungen aufbewahrt werden können. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Was sieht nach dem nächsten Kampf hier wieder aus? Yep. Schon fast haben vermutet. Nämlich irgendwie so eine Säule auf den Kopf fallen. Das wäre doch angenehm. Levioso. Ich sag mal so, wir haben so viel alte Energie. Alte Magie meine ich, nicht Energie. Nein, nicht auf die. Oh, auf die Kreuzspinne doch nicht. Incendio.
Levioso! Confringo! Confringo! Defindo! Levioso! Confringo! Oh, die ganzen Spinnen dazu sind aber unangenehm. Expellia! Confringo! Pompada! So, ich will den eigentlich gleich mal ganz kurz verzaubern. Den, hier. Verfluchen, wollte ich sagen. Oh, mein Gott. Oh, hat noch selber mit der Säule getroffen. Hallo, lass mich doch mal kämpfen hier. Jetzt müssen wir diese nervigen Spinnen hier loswerden, weil... Das macht's nicht einfacher. Confringo! Levioso! Defindo! Confringo! Glacius! So. Jetzt frisst meine alte Magie. Und nochmal. Zerk. Gute Arbeit. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Puh. Das war ganz schön hektisch, der Kampf. Jetzt erstmal alles kurz ein bisschen einsammeln. Revelio. Okay, das hier kennen wir ja schon. Incendio. Einmal die Truhe bitte zu uns. Dankeschön. Und dann gibt's einen Mega-Power-Trank, na toll. Dieser Troll hat Revelio. Wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Ja, aber zwei Säulen stehen noch. Drei sogar. Kann man die noch zerstören? Könnte man noch, ja. Revelio. Und das sollte es natürlich eine andere Frage. Reparo. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Genau, von da kamen wir gerade. Von da hinten kam irgendwo der Troll anmarschiert. Revelio. Warum immer der da plötzlich herkam, weil da ist keine Öffnung sonst mehr. Der ist gerade einfach mehr oder weniger hier gespawnt. Naja. Hier wieder ein paar Sachen zum Verschieben. Nein, ich will den Trank nicht. Revelio. Oder das ist nur eine Sache zum Verschieben. Moment. Wir erreichen oh, warte den mal. Vorsprung nicht. Egal, wie hoch wir springen. Ah, Tagebucheintrag 5 von 7. Oh Gott, ist das viel Text. Es war eine solche Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen. Seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, ja, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Hast du was gefunden? Ja, Sebastian, ich war was am Lesen. Isadora war hier. Lass diese Kiste Akio. An dem richtigen Ort Vingadium Leviosa. Jetzt halt die Klappe, ich lass die Kiste gleich in deinen Kopf schweben, Alter. Meine Güte, ist der nervig. Ich würde mal sagen, den richtigen Ort da oben, den erkunden wir mal in der nächsten Folge. Interessant, wie in was für einem guten Zustand die ganzen Bilder hier noch sind, auch wenn vielleicht das eine oder andere Spinnennetz darüber hängt. Die schauen auch sehr, sehr gut aus, diese Bilder. Sehr farbenfroh. Und überhaupt nicht kaputt. Ja. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge schauen wir uns da oben mal den Ort an. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.